Moderne Kommunikation. Die sozialen Medien gehören heute dazu. Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing, YouTube. Laufend kommen neue dazu. Für Unternehmen, die mit ihren Kunden über Social Media kommunizieren wollen, eine enorme Herausforderung, gilt es doch, die passenden Kanäle und Strategien zu finden. Das Interreg 4-Projekt Smart unterstützt kleine und mittlere Unternehmen dabei, durch Social Media die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Bereits zum zweiten Mal findet dazu heuer ein Wettbewerb statt, zu dem Unternehmen in Nord- und Südtirol ihre Social Media Ideen eingereicht haben. Das Hotel Sheraton in Bozen. 20 Unternehmen wurden hierher eingeladen, um am Smart Kickoff-Wochenende ihre Ideen mit Social-Media-Profi und Coach Raimund Mollenhauer weiterzuentwickeln. Im Vergleich zum Vorjahr sieht er eine enorme Entwicklung, was den Einsatz von Social Media in der Unternehmenskommunikation betrifft. Es ist heute überhaupt keine Frage mehr bei den Teilnehmern gewesen, es einzusetzen. Viele haben auch im Vergleich zu letztes Jahr den Teilnehmern schon Erfahrungen gesammelt, verschiedene Tools eingesetzt und sogar Erfahrungen gesammelt, die sie reflektieren wollen. Das heißt, ein Jahr später mit demselben Anspruch eine wesentlich vorbereitetere Gruppe, die natürlich auch challenging ist im Punkto, was können wir besser machen, anstatt wo sollen wir anfangen. Die Unternehmen des Smart Social Media Teams 2013 kommen aus den unterschiedlichsten Branchen. Vom Kaffeeröster bis zum Autotuner, vom Energieversorger bis zum Gastronomen, vom Designer bis zum Bauunternehmen. Die Unternehmen präsentieren ihre Ideen. Mollenhauer gibt jedem Einzelnen nützliche Tipps, um diese auch umzusetzen. Im Anschluss ließ der Gewinner des Smart Social Media Crystals des Jahres 2012, Apfelsaftproduzent Thomas Kohl aus Unterinn am Ritten, die Teilnehmer an seinen Smart-Erfahrungen teilhaben. Social Media ist für ihn in der Unternehmenskommunikation ganz selbstverständlich geworden. Ja, in erster Linie hat mir die Veranstaltung das gebracht, dass ich überhaupt noch mal einen Blick auf das Ganze bekommen habe. Also für mich war Social Media irgendwo ein Begriff, schon ein Thema auch, aber wirklich dann zu verstehen, was sinnvoll ist, was wirklich zielführend für mich sein könnte, das ist wirklich bei der Veranstaltung dann zustande oder zutage gekommen. Und genau das liegt jetzt vor den Teilnehmern des Jahres 2013. Über den Sommer werden die Ideen in der Tiefe bis zum nächsten Coaching-Termin ausgearbeitet. Die Praxis zeigt, was die tatsächlichen Probleme sind. Die Theorie kommt und zeigt Vorgehensmodelle, neue Ideen, auch den Weg, wie man zu Innovationen kommt, wie man zur Umsetzung der eigenen Ideen kommt. Und in diesem Zusammenspiel bleibt es endlos spannend. Beide Seiten lernen viel voneinander. Im Dezember werden in Meran die Gewinner des Smart Social Media Crystals 2013 ermittelt.